die Wolken aufwärts, die hohen Säulen, auf denen der blaue Himmel liegt. Marei, da, hier geht der Weg. So, komm nur. Ich komm ja. Ich hab Angst. Schweben statt gehen. Das Tor da. Durchs Tor, Marei. Durchs Tor? Ja, trau dir nur. Euer Heiligkeit. Ich bin keine Heiligkeit. Ich bin bloß der selige Johannes Thurmeier. Und das ist der Nandwein. Nantovinus, Erran. Ja, nur nee, sei nicht schüchtern. Vergelt's Gott. Darf mir das sagen, da herum? Ja, nur. Bittchen, wieso hab ich da herkommen müssen? Ich mein, dürfen. Das sagt ja alles der Partner, der die Seelen aufnimmt und weiset. Der heilige Petrus. Der Partner, ja, in Ewigkeit und aller Orten. Wo ist er denn? Bittchen. Ad Sausitius Albos. Wo? Bei die Weißwürst. Weil es Gott Zeit ist. Ja, wir haben zwar kein direktes Zweifelleiten da herum, aber man hat schon so im Gefühl, wenn es recht sind. Was ist denn nur geschehen? Ich bin durchs Gewitter gerannt und dann... Hat der Bandelgramm nichts verraten? Ja, der hat noch allweil geseift, dass er gerade mich zum Passagier haben muss. Hast du Angst um den Flori? Ja. Nein, mein, lass uns runterschauen. Durch den Fraunhofer. Naja, also, gut, da Marei. Durch das Fernrohr? Mhm. Vergelt's Gott. Ja, das sind ja die Blauberg, der Halserspitz. Die Wolfsschlucht, da muss er sein. Das Gewitter ist ja immer noch. Da ist ein Steinschlag runter. Um alles, da liegt der Gestalt. Ist das er? Der Partner kommt. Hörst du mal rein? Ich kann's nicht erkennen. Ich seh's Gesicht nicht. Das ist nicht der Flori. Das bist du, Marei, die da liegt. Er liegt da unten? Und wo ist er? Hängst noch so sehr am Leben, Marei. Marei, der heilige Partner. Er ist in Gefahr, euer Heiligkeit. Meinst? Die schießen ihn tot und dann... Und dann? Und dann? Was dann? Dann kommt er daher zu dir. Was gab's denn da zum Ängstigen? Ja, kommt er daher? Marei, du bist im ewigen Frieden. Und wie lang's auch dauern mag, bis dein Flori dir folgt, es wird nur eine ganz kurze Weile sein. Ja, aber noch habe ich Angst. Wir schreiten durch dieses Tor da und sie fällt von dir ab, mit dem Zeitlichen. Angst haben bedeutet, sich fürchten vor Bösem oder dass man was verlieren kann. Hier gibt's keine Angst, weil alles Bestand hat und gut ist von am Beginn und gut für alle. Willst du das nicht auch deinem Flori gönnen? Ja, freilich. Ich bin schon stark. Genannt werden, gibt mir das Journal. Also, da steht, du bist in die Finsternis gelaufen, abgestürzt in Hast, 100 Klafter tief. Danzl Maria Katharina, gebürtig aus Albach, hat redlich gelebt und niemals Schaden getan an Menschen und Seelen. Durch Gnade heimzurufen im 42. Lebensjahr. 42? 24. Jetzt, das ist spaßig. Haben Sie die da verschrieben? Gehöre ich am Ende noch gar nicht drauf. Doch. Im 24. Lebensjahr, auf das ich erspart werde, viel Leid und Qual, so anders den ferneren Lebensweg hätten gekreuzt. Dankeschön, in Demut. Wird erwartet in Sehnsucht von Ihren Eltern, den Großeltern, der Walburga, dem Kasper. Der Großvater ist auch tot. Na, schon lang doch. Na, der müsste doch nach mir gekommen sein. Seit 3 Jahren ist er da. Ich will mich ja nicht gegen die heilige Allwissenheit auflehnen, aber gerade war er noch drunt. Drunt, geh. Wenn eure Heiligkeit vielleicht abschauen möchten, durch den Frauenhofer da. Ja, verrück. Nantwein, Thurmeier. Ja, warte noch, was ist denn? Ruft's von einem Bandelgramm, aber sofort. Der ist nicht da. Der ist ohne Gruß auf und davon wie der Wind. Dann holt's mir ein. Beeilung, Beeilung, Engel her. Junge, geschwinde und ihm noch. Ja, ich lauf schon, aber ob der so schnell zu finden ist. Tu mal. Herr Partner,
Das Journal von vor 3 Jahren, das müsste doch da stehen. Das ist auch nicht da. Nee. Ich begreife das nicht. So was ist in den letzten 1800 Jahren immer vorgekommen, seit wir aus dem Orient umgezogen sind. Damals hat es noch hier und da so eine Schlamperei gegeben mit gewissen Sekten. Leicht trifft ein Bandelkramer keine Schuld. Der Großvater ist ein eiserner Dickkopf. Das sind's alle, die Bayern. Mit ihrem Grant in Ewigkeit. Der wird sich da herum schon legen. Aber woher denn? Den muss man an jeden lassen. Ja, sonst machen sie uns womöglich noch eine Reformation. Jetzt wäre der bleckt. Wie es war? No, der Herzog Tassilo III. Weißt du das noch? Und ob? Wird der 803 raufgekommen ist nach einem argen Martyrium, gleich sucht er sein Vetter, den Karl den Großen. Er möchte mal richtig aufmischen. Hat er gesagt, der Karl wisst schon warum. Ja, aber der war zum Glück nur auf Erden. Ja. Und ist erst später ins Wegfeuer gekommen wegen die Sachsen und auch wegen die Bayern. Und wie er dann gekommen ist? Ja, der ist noch nicht da. Aber der ist doch heilig gesprochen. Ja, in Rom. Meinst du, das gilt da herum? Wir haben einen Bandelkramer. Wo war er? Bei die Passionsspitz Erl hat er sich verkrochen. Ich hab ihn da sehen. Ja, weißt du, Marei, in die Passionen, da kennt er sich auseinander, wenn, ja. Weil ihm haben sie einen Märtyrertod bereitet, damals. Im Wolfratshausen? Aus Unglauben? Ah, wo? Weil sie einen Heiligen braucht haben. 1200 und... 68? Ja, ich weiß schon. Meinst du, ich weiß das nicht? 1268. Haben sie mich verharzt oder die? So ein Geschachtelhuber. Damals hat schon jede Gegend in Bayern einen Heiligen gehabt, bloß die Wolfratshausen noch nicht. Und da bin ich als Rompilger dahergekommen, gottesfürchtig. Ja. Naja, für Wolfratshausen hat's gereicht. Außerdem war ich wohlhabend, gerade recht. Ja, und weil ein Heiliger tot sein muss, damit er ein Heiliger wird, dann haben sie ihn halt in Gottes Namen umgebracht. Ja, und jetzt werde ich verehrt. Ja. Also sowas könnte heute nimmer vorkommen. Ja, die Bayern sind auch nimmer das, was sie mal waren. Also, Marei, jetzt wünscht er wen, der dich in die Ewigkeit geleitet. Einen Gelehrten vielleicht? Der dir alles erklärt? Denen offenbaren sich hierorts alle Geheimnisse der Schöpfung. Ja, und wenn sie alles wissen, darf er alles wieder vergessen. Und von vorn anfangen. Da strahlen sie. Oder ein Künstler. Ja, die schaffen hier befreit von Missgunst, Dummheit und Kritik. Und haben ihre Ruhe. Wenn sie gerade einmal genial sind, dann kommt nicht Frau Benzen. Das Essen wäre kalt. Ja, oder einen bayerischen Dichter. Der Wolfram von Eschenbach wird oft verlangt. Und der kommt auch gern. Besonders bei den Mädeln. Ja, ist schon gut, Herr Mayer. Oder ein Musiker, den Orlando. Der Mozart ist auch mehr bei uns als wir bei den Österreichern. Kaiser Ludwig der Bayer. Ein Kaiser für mich. Keine Schüchternheit wird doch nicht vernöten. Die großen Namen sind hier deinesgleichen und du wirst sein wie sie. Ja, gangert von mir daheim wer. Ist schon wer da. Willkommen daheim, Marie. Teres, wieso bist du da? Du bist nicht Teres. Gell, kennst mich doch nicht mehr. Ich bin die Großmutter von der Teres. Die liebe alte Afra, die jahrelang so sicher war und so elendig gestorben ist, mit 82 Jahren. Freilich? Du hast mich kurz vor meinem Tod noch besucht. So jung bist du. Jünger wie der Enkeli. Ja, weißt, im Paradies nimmt ja jeder das Alter an, das ihm am besten gefällt. Was glaubst du, warum so viele enger kleine Kinder sind? Das hat doch alles seinen Grund, ne? Das hat uns der Herr Pfarrer daheim aber nicht erzählt. So, woher soll ich es denn wissen? Ein bisschen Überraschung müssen wir uns doch aufhalten. Ein Marsch. Kommt wieder ein Preis. Was? Sind die da? Ja, wo denn nicht? Aber wir lassen es nicht rein, sonst weiß ich kein Paradies nicht mehr. Drum? Geh, nennt mein Geschwind, der uns rein rumpelt am Tor aufhalten, fragen, was er will und wegschicken, aber diplomatisch. Ja, schon recht, ich probier's. Weißt, der kommt aus dem Preußenhimmel. Haben die einen eigenen? Und was für einen? Wie schaut's da aus? Ja, alle Tag anders. Andauernd wird umgebaut und umgerammt. Warum? Ja, weil für die Preußen ist der Himmel das, was gerade woanders modern ist. Eigenes haben sie nicht und jetzt machen sie halt alles nach. England, Frankreich. Sparta. Sparta, ja, und im Moment sind wir dran. Die Bayern? Ja, die alpenländischen Säbel. Ja, oder was sie sich halt drunter vorstellen. A Beschwerdebrief! Irgendein wichtiger Preis hätte sie am Tegernsee ansiedeln sollen. Komisch. Alle wollen es da hin. Puh, der hat mir jetzt bald damisch geredet. Naja, die Preisen sprechen halt ihren ganzen Denkvorgang mit. Der Bayer gibt's Ergebnis nur bekannt. Das Denken macht denen keinen Spaß, wenn keiner zuhört. Du, da steht,
Der zugezogene Norddeutsche sollte hunderttausende andere Preußen nach sich ziehen. So steht es in unserem Schicksalsbuch. Sie überwuchern uns von angeblicher Liebe zu Bayern, bis wir hier sind. Dem Lande Bayern sollen sie zu Hilfe kommen, denn es ist ohne Preußen nicht lebensfähig. Ah, nicht. Wie lang gibt's Bayern? Mehr als 1000 Jahre am gleichen Fleck und souverän. Und Preußen? 300. Aha. Oh, oh, wisst ihr, was da steht? Der Preis hätte ein Bauernhäusl kaufen sollen, die Hütte aber war nicht frei, da wohnt ein Kaspar Brandner drin. Ja, da geht er die Weltgeschichte aus den Fugen und alles wegen dem... Nein, ich sag's nicht. Ist was mit dem Großvater? Nein, nein, Marei. Komm, jetzt wollen wir dich geleiten durchs eigentliche Tor, über die Schwelle, wohin du verlangst. Zu den Meilen? Ja, heim halt. Komm. Sie warten schon auf dich. So viel dringende Geschäfte, das Magerputzen, das Rosfudern. Ah, ja, noch. Aufkommen hat er müssen. Ich hätte das Mare nicht auch noch drunten lassen können. Da war es ja noch viel schlimmer geworden. Ja, und das Journal da, das, was ich gerampft habe, das muss ich wieder zurückbringen. Oje, er kommt. Na? Doktor nachfragt gut. So? Ja. Und? Viel Arbeit, oh mei. Was du nicht sagst. Ja, und gerade jetzt im Augenblick hätte ich viel dringende Geschäfte. Herr Portner, kann ich bitte wieder gehen? Wir haben was zu reden miteinander. So, was geht's? Soll ich irgendwas besorgen? Gern. Es ist zwingend Brandner Kasper. Brandner Kasper? Ja, wer ist denn das? Ich stell dich nicht. Also dieser Name ist mir augenblicks gar nicht geläufig. Denk noch. Der von Albach. Ja, der. Ja, ist was mit dem? Ja, das frage ich dich. Ja, noch? Drunt ist er noch. So. Und herum sollte er sein. Ja. Er wird ums Paradies betrogen. Ja, wie das? Und sein Enkelkind ist um 18 Jahre zu früh da. Ah, gerade um 18 Jahre. Er verwundert dich das? Nein. Komm, beicht. Ich kann mir das nur so erklären, dass da unvorhergesehene Umstände eintreten sind, die wo da... Beichten sollst nicht stottern. Ja, aber das müsste doch alles im Journal stehen. Ja, das ist verschwunden. Geh, in der Ewigkeit geht doch nichts verloren. Ja, na such's einmal, Leute, findest du das du? Ja, ich bin schon frei, ja. Wo ist das ja? Da ist es nicht immer gestanden. Also no? Ja, ich hab's noch nicht. Sollte ich wegschauen? Ja, hab ich's gegangen. Na, du hast schon raus unter der Joppen. Oje. Da ist es. Vergebung, Herr Portner. Bitte tausendmal um Vergebung. Na, da steht's ja. Brandner Kasper, 72 Jahre, falsch abgekackelt. Ja, das war ich. Ich schäm mich ja so. Und jetzt machst du deinen Rapport. Aber die Wahrheit bitte, Maus. Ja. Vor 3 Jahren, wie es aufgesetzt war, bin ich im Walde ihm erschienen. Da steht, er starb am Büchsenschuss. Nein, nicht. Ja, nein, nicht. Was soll das heißen? Das ist misslang, der Schuss. Ich hab ja dem Jäger seine Hand gelenkt, aber leider. Der hat ihn bloß gestraft. Ja, und? Dann war er teuer. Wer? Der gute Rat. Ich bin zu ihm in die Hütten und hab ihn höflichst ersucht, ob er nicht freiwillig mitkammert. Gegangen. Aber er war obstinat. Du wirst schon recht saudum, Ugretum. Ich? Ja, nur ich möchte nicht wissen, wie du die Leute da drunten oft erscheinst, weil sie die Gase fürchten. Von nix kommt nix. Ja, hart Obacker hat ich ja nicht dürfen, weil er kein wollter Sünder war. Na also, was machst du? Was hast du noch gemacht? Nachdenkt. Oje. Und graziniert hab ich.
Und da hat er mir ganz hinterkünftig. Was? Eins hingestellt. Was? Ein Gefäß. Ein Bier? Kirschgeist. Ach so. Ich trinke es ganz in Gedanken. Und er schenkt aber wieder. Er hat mich überlistet. Wie oft? Oh, der hat 2, 3, 4, 5. 5? 6, 7, 8. 8? 9, 10. 10? 12. 12 Kirschgeist auf einmal? Ja, noch glaub ich's. Herr Portner, wenn Sie wüssten, die Fahrt durch Eis und Hagel, nass wie eine taufte Maus, und dann wieder rauf und runter und kam bloß zum Ausrasten und Gott scheppern und klappern haben müssen. Da habe ich auch den Schuss auf den Brandner Kasper fehlgelenkt, weil ich gerade so scheppern haben müssen. Nicht. Nein, ich bin doch der ärmste Bolande. Daheim nicht in der Seligkeit, im ewigen Licht und drunten auf Erden gemieden. Und einmal in Äonen stellen wir einen an Schnaps hin. Das sagst du selber. Ja, und da hast du ihm gleich das Weiterleben versprochen. Nein, nie. Ich kenne nur meine Pflicht. Auch wenn ich nach dem Fehlschuss ihm gegenüber in der schlechten Lage war. Wieso ist er nachher nicht da? Na, weil er mich beschissen hat. Oh. Ja, tu dir nur äußern. Freimütig. Gekartet haben wir. So. Ja, und ich sehe doch nicht so gut. Aus Gnade, dass ich das viele Leid und Elend nicht so erkennen kann in diese Kim. Da hat er mich mit dem Gras obertupft. Wie viel ist dem noch gütigst zugestanden in dem Suri? 90, wie sein Vater. Was, 18 Jahre drauf? Ja, bist denn du narrt? Ich hab mir gedacht, da herum haben wir schon so viel Leid, geht's auf die Ohren nicht mehr zusammen. Ja, schämst du denn gar nicht? Doch, ja. Und es war mir ja leichter, wenn sie mir jetzt ordentlich anschreien. Ja, mir fällt ja gar nichts ein. Ich bereue. Ja, sowas war ja noch nie da. Na doch, meinem Kollegen aus Morgenland ist vor 4000 Jahren was Ähnliches passiert. 4000 Jahre? Ja, mit dem Palmwein, weil der friert ja da unten noch viel mehr, zwecks dem Klima. Ja, jetzt weiß ich nicht, soll ich die Lacher oder wohnen? Lacher gegangen? Ja, das darf da passen. Jetzt ist halt beicht. Und dann gehe ich wieder und mache meine Arbeit, wie seit Ewigkeit. Empfehle mich und warte auf neue Aufträge. Der nächste Auftrag ist, du bringst den Brandner Kasper. Ja! Gleich auf der Stelle. Bald hätte ich gesagt, du der Lebendi. Nein, nur das nicht. Ich hab dir mein Wort gegeben. Ja, willst du den Willen unseres Herrn missachten? Herr Portner, wenn schon wir niedrigen, übersinnlichen Mächte das Wort nicht mehr halten, ja, wie schaut sich das bei den Lebendigen an? Ich kann mich doch nirgends mehr sehen lassen, wenn das aufkommt. Nein, alles. Bloß keinen schlechten Kerl machen. Du hast dir die Suppen selber eingebracht? Jetzt lieferst du das auch selber aus. Sonst jage ich dich aus dem Dienst und stell dich vor das höchste Gericht. Ja, glaubst du, wir machen Spaß? Ja, der geht mir doch nicht mit. Du bringst den Brandner. Sonst stoppt's. Da haben wir die Suppe. Ah, lacht's nur, ihr braucht ja keinen Kirschgeist. Euch ist ja ewig warm. Jetzt war ich schon lieber der Teufel. Ja, Mandelkramer, was hast du? Mandelkramer! Wenn auf mich kein Verlass mehr ist, ja gut, ja kein Mensch mehr so. Tot sicher. Jetzt musst du aber schicken. Oh, sonst staubt's. Ja, die fahre schon. Und wenn's meine letzte Fuhr ist. Das hat man davon, wenn man sich mit einem Menschen einlässt, bevor er tot ist. Hier! Auferstehen. Ja, auferstehen wirst du, mein Staub, nach kurzer Ruh. Das ewig Leben wird der dich rief dir geben. Brandner, ja? Red's mit mir. Du, Simmel. Ich muss dir das sagen, wenn man am Florian gefangen hätte.
auf der frischen Tat. Ich hätte ihn vielleicht nicht einsperren lassen. Ich hätte bloß gesagt, lass das er leer sein. Ja, ich weiß schon. Die schreckt jetzt die Lawine, die aus deinem Steinwurf gefahren ist, gell? Möchtest du am lieber noch ein Ungeschenk machen? Aber das geht nicht. Seit heute Mittag liegt's drunter am Freithof. 5 Schuhe unter der Erde. Weil sie ihn lieb nicht ertragen hat. Das ist einmal eine Geschichte. Nichts tut so weh. Wir waren eine, die mir so verzweifelt zum Leben gebracht, einem anderen alles gibt. Jahrelang war sie gut mit mir. Und dann habe ich zuschauen müssen, wie sie auf einmal dem anderen umhängt. Nichts tut so weh. Wir drei, wir haben alles riskiert, dass wieder richtige Leute werden aus die Gratler. Und haben das Beste verloren dabei. Und ich bin schuld. Ah, was? Du nicht. Ich bin der Ältere. Ich hätte mehr wissen sollen. Wie soll ich weiterleben mit dem? Das fragt niemand. Lebst halt der ich? Auf dem Begräbnis hat mich schon keiner mehr angesagt. Nein, ich kündige meinen Dienst auf als Jäger. Ich gehe fort aus der Gegend. Was soll ich noch da? Was soll man noch da? Der Boden ist weg. Das Licht ist aus. Bloß du adopt weiter. Nächste Stunde, nächste Stunde. Und der Jede bringt dich weiter weg von der Todesstunde. Aber die Schinterei, die wird deswegen nicht geringer. So eine Trauer, das ist eine Hilflosigkeit, aus der es keinen Ausweg nicht gibt. Dabei brauche ich bloß rufen. Aber nein. Jetzt gehen wir's. Wer, um Gottes Willen? Du, der Florian, der will dich noch mal sehen. Ich lasse ihn mit dem Schub wegbringen. Da sind Talm Vierten und der Senf ist auch dabei. Heilige Mutter Gottes, muss das jetzt auch noch sein? Du konntest nicht in dein Schlaf kommen. Ey. Dass er mich da sieht, das kann bei ihm da der Sparen. Ja, ey. Und wer der spart mir was? Kasper, der Flori hat den Wunsch geäußert. Rein damit. Lass dir noch einmal sagen, es ist Urbedauern in der Gemeinde und der Nachbarschaft und auch bei mir. Ach, geht zu. Nur einer, Flori. Und lass uns gefälligst allein, Senftl. Es ist gerade uns für Gott sein, Kasper. Wer weiß, ob man sie wieder sieht. Ein paar Jahre werden sie mal gewissen erfahren. Ich bin noch schon noch da. Ah ja, du hast das ewig Leben, wie ein alter Baum. Oh mein, der Baum ist abgesägt, Flori. Da ist gerade nur ein Wurzelstück. Die Winter ist tot. Man weiß nicht. Zu nichts mehr nutz. Halt bloß nur da. Kasper, ich sag das, ich mag nicht mehr leben. Ich bin doch schuld an allem. Du nicht, Flori. Sie hat mich gewarnt, bevor ich gegangen bin. Macht's ein End mit der Lumperei, hat's gesagt. Na, wenn eins der Steine hätten da schlagen sollen, dann war ich das gewesen. Flori, eins lebt vom anderen und eins stirbt durchs andere. Schau, der Fuchs reißt hin. Und wir schießen mit dem Fuchs. Und als Beute ist er uns lieb. Diesmal haben sie uns gejagt. Und die Allerunschuldigste sei. Aber weiter müssen wir, Flori. Geht's nicht über den Berg, geht's außen rum. Aber weiter gehen muss. Wem gehört der Rucksack da? Dem armen Teufel, der gejagt hat. Und der jetzt auch nicht besser dran ist wie wir zwei. Arm nicht. Aber der Teufel. Hörst du es? Da drin! Komm raus, wenn's da schneit hast. Wir sind hingebunden. Darfst du schon trauen? Flori. Horcht's zu. Das hat sich heute so ergeben, dass ihr zwei habt todfeind werden müssen. Was anders da gegangen, noch hätt's auch eine Freundschaft sehen können. Mit dem? Wenn der Hass weiterlebt, Flori, hättest du zweimal keinen Sinn, dass sie jetzt sterben müssen. Das ist doch zum Einsehen. Holz. Hört sie nix? Was denn? Hör's bloß ich. Flori, vor dem Gericht, da gibt's vielleicht bloß eine Aussage, die meine. Und ich sage, ein Quar und ein Gewitter, die Gams, hab ich nicht gefunden. Aber du hast's doch gefunden. Nein, und der Zeuge aus der Stadt wird auch nicht benannt. Die Blamage nimmst du auf die? Hört's es nicht. Die Totenglocken. Flori. Hör nix. Und da
aber nur ist der Wind. Und kein Bladl rührt sich. Was gibt's, Kasper? Hörst du auch nichts? Na, was sollt ihr denn hören? Ist er nicht extra? Ja, es geht schon. So, und dir geht's jetzt, Flori. Gott befohlen. Es wird alles nicht so grausam. Der Jäger hat's versprochen. Und er jetzt nimmt er Einsicht mit auf den Weg und er jetzt lernt er tragen, was kommt. Jetzt höre ich nichts mehr. Herr Brandner, fürchtst du was? Fürchten? Ich? Was schlimmer schon geschehen ist, was jetzt noch kommt, wird minder schwer. Jetzt geht's zu, führt euch gut. Geht's zu. Führt gut. Wo bleibst du denn? Ich spür's doch in alle Knochen, dass du gibst. Bin du schon lang da, Kasper? Ich hab dich nicht gerufen. Warst aber nah dran, heut. Aber gerufen hab ich dich nicht. Just damit nicht. Hast doch grad geredet von der Einsicht. Gib's nicht auf. Mir. Hat sie sich gelohnt, die Frist, die du erlangt hast von mir? Nicht, gell. Es wäre auch nicht möglich. Möchtest du jetzt einen schlechten Kerl machen? Möchtest du mich jetzt holen mit Gewalt? Nein, nein. Gerade am Besuch. Nachschauen. Ich trau dir nicht. Ich hab du niemand außer die, mit dem ich mal ein bisschen ratschen könnt. Den ansonsten triff, die sehe ich alle bloß einmal. Ein einziges Mal. Du hast doch keine Idee, was für eine Ausnahme du bist. In Freundschaft, Kasper. Ich find mir nirgends einen Hungergast. Lass mir ein bisschen da. Sind der Pfeifen angekommen? Das schmeckt man nimmer. Und der Schnaps? Möchtest du wieder einen? Da sag ich nicht nach. Ja, du alter Patsi. Deswegen läufst du mir zu. Wie ist das der Rotzt? Ich habe so oft an den Kirschgeist dicken müssen. Tja. Ob ich wollen hab oder nicht. Wie der schon riecht. Da wüsste ich nichts im Elysium, was da dagegen aufstand. Auf er. Jetzt brauch ich auch einen. Wo ist er? Auf dein Wohl. Der warmt. Ich habe ja seitdem keinen mehr getrunken. Gib mir ja keiner was, verstehst? Bist du jetzt letzt du, ein armer Kerl. Aber wer ist das nicht damit? Du auch, ich weiß schon. Du kommst mir alt dafür. Mehrer wie 3 Jahre, hab ich recht? Wird schon der Zahn der Zeit sein, wie man so sagt. Ja, die Zeit. Die hat einen Wolterbiss. Die kaut die größten Trümmer zusammen. Die dicksten Mauern beißt oft schartig. Oft hat man denkt, wenn die Zeit zahnluckert wurde und konnte nicht mehr beißen, gar nichts mehr zu Grund. Die ist gar mal gewirkst. War kein Platz mehr für was Neiges auf der Welt, voll lauter alten Graffi. Blöd, gell? Ja, du hast schon extrigen Humor. Ja, in deinige Spassigkeit ist auch geringer geworden. Ja, wundert's dich? Nein, nein. Ich weiß schon. Es schmerzt halt alles doppelt, wenn man bleibt über die Zeit. Ja, doppelt, ja. Doppelt. Heute trinkst du mehr. Ja. Und du machst nicht hick. Man lernt halt dazu nicht. Du tust mir leid, Kasper. Auf was wartest denn noch? Ja, wird schon was sein. Tofalz, der Schnepferstrich, Tofjagd. Na, geht das alles weg, Grin. Lauf's Leben, wenn er so geschwind davon und stürzt dann zu wie der Wasserfall. Na, jetzt tröpfelt's gerade noch. Aber es kommt ganz gewiss noch was Besonderes. Und wenn's ein Wunder war. Ja, das war ein Wunder. Kommt nichts mehr, Kasper. Ist nichts mehr vorgesehen für dich im himmlischen Plan. Bist überall im Weg. Dir selber auch. Alles stößt sich an dir, was nimmer herkehrst. Kommt nichts als Winter. Eis, Dumper und Grab, starr im Frost. 15 Jahre lang. Was willst du denn noch da? Hast du leicht Angst? Vor drüben? Ja, das werde ich gerade dir sagen. Extra dir. Du hast mir gerade nur dazu, du, dass kein mehr zum Tatron ist. Mit Bedauern, Kasper. Wirklich. Dass ich gerade das Marei hab holen müssen, jung und blüht.
was du da so gut warst gegenüber mir. Und grad heint han ich mir gedacht, kunst bedürftig sein des überzeitlichen Trostes. Ja, aber das alles hätte der Spart bleiben sollen, wenn's damals mit warst. Der Spart, verstehst? Und stattdem die Seligkeiten da drüben und jetzt schon längst wiederum mit ihr vereint. Ach, red nicht so viel. Trink. Wenn wir's jetzt anhalten, die Uhr, und du gehst mit, bist auf der Steh am Weg zu Marei und allem anderen, was dich glücklicher macht. Na. Du leidst ja nicht, dass man da was Gutes tut, du Dickschädel, du Bohrischer. Ja, wird schon recht sein, also. Dei wohl. Das ist dein. Nun 15 Jahre kälten, wenn's nicht anders das sein kann. Wohl bekommst. Ja. Musst nicht granteln, Brüder. Ja, durchaus nicht. Ist ja deine Sache. Lebst durch, wirst du schon sehen. Es ist an dem, ich glaub dir nichts. Was? Na, nicht deine Drohung und nicht deine Versprecher von Seligkeit und Glück. Du glaubst mir nichts? Aber schon gleich gar nichts auch. Wie du sagst. Na, da hört sich doch alles auf. Ich bin gesaunt vom Höchsten und du glaubst mir nichts. Nix. An dem Volksstamm kannst du herstellen. Kasper. Wie es ausschaukt, da drüben. Geh, Harpfer und Kurzang, sagt der Herr Pfarrer. Der kann bloß sagen, was er weiß. Eben, und der weiß nichts. Wo's Wissen aufhört, fängt der Glauben an. Und ohne Glauben bist kein Mensch. Und wenn ich komm, muss er jedes dran glauben. Und ich glaub grad das, was ich sehe mit meinen eigenen Augen. Verstehst? Ach du Laugner, Hagelbuchener Atheist, Überzwerger, Unglaub ohne Ufu. Mit eigenen Augen? Anders denn nicht. Hey, kommt das ja zu? Ja, ich weiß schon. Na, mit Retourbillett. Okay, weiter. Da gibt's einen schönen Platz, wo man ganz heimlich reinschauen kann ins Paradies. Und in einer Stunde waren wir wieder zurück. Geh zu, du alter Planer. Wisst, wenn du erst einmal drum hast auf deinen Karren. Rantner Kasper hat ihn nicht mehr wachgehalten seit 3 Jahren. Und jetzt so gebe ich's auch. Gerade eine Stunde. Auf her. Das war schon was. Mitfahren. Nein, schau, mit eigenen Augen. Gerade eine Stunde. Was hat denn die Uhr? Altes, zwei Wackeln quitschen rutscht. Nein, schau. Das Marei sing mit eigenen Augen. Das Marei. In der Seligkeit. Gut, komm. Gerade eine Stunde. Aber die Tür bleibt offen. Alles bleibt offen. Komm. Da. Da steht der Wagen! Kasper, steig ein! Vertrau dir nur! Der Baum, der schaut ja wie ein Totentrucher aus! Die ansonsten mit mir fahren, müssen liegen! Du setzt dich um auf die Trucher! Und lass dich nicht schrecken vor der Finsternis! Die Reise geht ins Licht! Wir, Krampen! Einhalten, Krampen! Wir! Sogar, Warnl Drama, ich krieg keine Luft. Halt die Ei, es ist gleich vorüber. Da heißt man's bei den schwarzen Wolken, da sind die Donner mit das Haus. Wir sind aber gleich durch, darfst du nicht fürchten. Warnl Drama, ist gleich vorbei, na kommen wir ins Reich. Der Stille! Wieder Krampen! Diesmal haben wir einen lebendigen Passagier! Den friert's noch! Und wir! Vor dem Frauenhofer. Heiliger Michael, alle wollen hinunterschauen, wie draufrasen die zwei. Ich würde sie an die Truchen klammern, der Brandner. Jetzt wird's ihm doch ein bisschen bang, trotz seiner Courage. Aber schlau war schon vom Bornelkramer. List, wieder List. Wird ihm aber nichts nutzen. Da, ein Sündenregister vom Brandner. Aber Fegfeuer. Und nicht zu wenig. Dann bleibt er nicht da. Dann besteht er auf seine 15 Jahre.
Was mangelt mir überhaupt da heraus umeinander? Fleischzeug ins Paradies! Ja, die Hoheiten auch! Und die Heiligen dazu! Wir sagen euch dann schon, wie es ausgegangen ist, die Geschichte. Armer Bornelgrammer, so geschickt eingefällt und so nah am Triumph gestern ihm. Wer hat ihm denn den Kirschgeist geheißen? Geh, sei doch nicht gar so streng, heiliger Michael. An Ordnung muss sein und heute statuieren wir das Exempel. Diese Erzengel sind schon seit nicht zuwiderwurzeln. Der hat heute seinen nüssigen Tag mit seinem alten Flammenschwert. Wann hat er den nicht? Es stinkt ihm bloß, dass er nicht den Schwindel vom Bornelgrammer aufdeckt hat. So, mit seiner sieben gescheiten Allwissenheit. Er hat nicht aufgepasst, weil er gerade mit uns Karten gespielt hat. Weißt du das noch, den Haferltarock, selbiges Mal? Ach, deswegen wird das Kartenspiel da rum verboten sein. Wegen ihm? Nur wegen ihm. Jetzt pass auf, das Kartenspielen haben sie uns ja schon verboten. Ja. Als nächstes kommt das Schnupfer drauf, das Bier trinkt er, alles wegen ihm. Für David, nein, wirklich. Ist was? Nein, eigentlich nicht. Psst, sie kommen. Psst. Verschwind's! Der darf niemand sehen, doch herum. Psst. Trau dich nur rein, Kasper. Kim. Hier heißt man's endgültiger Weg. Da gehört's eigentlich zurück in die Seelen, das, wo man verliert sein Leben lang, stückelweise. Was verliert man? Na, das Gewissen, die innere Stimme. Die, wo sagt, was recht ist und was falsch. Als gute Kinder ziehen sie aus. Und als grundschlechte Leute kehren sie heim. Fanatismus und Stolz, Rach und Revanche, Eigennutz, lebenslange Verlogenheit. Und die ärgste Sünde vor allem, die rücksichtslose Dummheit. Dies alles fällt ab hier. Der Mensch kommt zum Vorschein. So wie er gemeint war vom Herrn. Wie war man denn gemeint? Unendlich griere. Keine Deppen nicht, keine Besserwisser. Und nicht einer ohne einen guten Humor. Lauter zipftige Späßeln. Du, die dann dafür gefallen da drin. Von wo sehe ich denn nein? Da nicht über, wenn's schaust. Da steigt's aus dem Dunkeln. Michael, da hab ich, was sagst? Bleib nicht da. Wirst du schon sehen? Da lügt sich was auf. Sind das Berg? Ja, da scheint's. Gefreide. Da ist er ganz grau und ganz klar. Und Täler und Berg. Und der See. Hast du das gehört? Ja, der will doch wieder runter. Da wette du gleich. Auf seine Sünden steht viel gefeiert. Auch und was sagst du jetzt? Und ich? Du kehrst der Katz. Das schaut ja fast aus wie unser Dorf. Und da drin, mein Hütten, bloß größer und schöner. Oh mein, was sehe ich denn da? Paradies, Brandner Kasper. Nein, daheim ist ja das Paradies. Der Herr hat euch zwar drunter ein Übriges von seiner Pracht geschenkt, aber ihr bringt es ja auf Erden nicht zusammen, dass ihr Paradies draus macht. Gerade um, Brandner, hinter dir steht der heilige Bornner. Heilige Bornner. Inkommodier dich nicht. Du hast uns ganz schön warten lassen. Na, gefällt's dir bei uns? Ja, ich hätte mir gar nicht ausmalen können, wie gut. Ja, das ist erst von außen. Von innen müsstest du es sehen. Bleibst du gern da? Oh mein Gott. Aber ich zweifle, ob's gang. Ich war für kein recht guter Mensch. Ich hab mir gesündigt, gerade nur. Er sagt selber. Das ist der Erzengel Michael mit Flammenschwert. Der muss da nicht signieren. Bei uns geht's kommod. Aber das hab's doch gehört. Da bleiben möchte. Also ist mein Auftrag erfüllt. Du bist da. Da, sein Sündenregister. Ganz schön dickleibig. Mit wie viel Brand müsst ihr den rechnen? Na, schauen wir halt einmal. Ne? Ja. Gewildert. Ha, oh mei. Gewildert. Und dies alles als Reihabhäufer. Gewildern gilt bei uns nix. Das ist ein weltliches Gebot. Was? Ja, da stehen ja. Ja, bei uns dürfen wir jagen. Das kannst du doch ein paar Herren nicht nehmen. Ah, nein. Ja, und schießen. Das gehört dazu. Wenn man aber noch trifft. Falls Viech um, steht wieder auf und sagt, packen wir's noch mal. Das seid doch nicht so lassen da, wenn ich schon raufkutschiert hab mit so viel Mühe. Und Leid hat er dratzt. Grad 100 weiß. Ja, das hat alle gefallen, du gelacht hast. Das zählt nicht. Hat einer einen Schaden genommen? Keiner. Schmeißt mir den Bornelgrammen aus. Naja, lassen. Für ihn geht's ja um was. Da? Der Posthalter von Greit ist 3 Monate krankling mit der Gall. So hat er blamiert vor der Zuschauerin gemein. Der miserable Kerl. Ja, richtig, da steht's. Der Posthalter ist ja mit dem Stecker nachgesaust und in eine Odelgrube gestürzt, die der Brandner vorsorglich aufgemacht hat. Das war doch gerade zünftig.
hab's doch einmal einen Humor da heroben. Da war ich als ein Junger, als Knecht, und der alte Zinftl hat mich um meinen Lohn betrogen. Und da hab ich mich halt bei der Leonhardifahrt vor alle Leute so revanchiert. Er war der Vater von unserem Bürgermeister. Und das hat mir aufgeschaut, Herr Noch. Jawohl, so war's. Ja, Zinftl. Ja, mir hat er das gemacht. Gerade recht ist mir geschenkt und vergeben. Ist lang, ich lach selber schon drüber. Horcht's mit alle zu, was wir da herausdiskrieren. Ja, freilich. Und halten an Kasper die Daumen. Der alte Zinftl. Grüß dich, Kasper. Kipp's bald. Wir warten. Vierte dabei. Also, wenn der alte Bazi da herum ist, dann kann für mich auch noch nicht alles verloren sein. Wird schon. Ich mach dir einen Gnadenanwalt, der ist gerade so rauscht. Und was noch? Oder ist jetzt eine Ruhe? Selagreszenz, sechstes Gebot. Ja, das war vor seiner Ehe. Ja, na und? Sein Weib hat er geliebt von Herzen und hat das Leben erfüllt mit großem Glanz. Es macht's wieder gut. Ja, aber sechste Gebot! Zellerin hat sich besser runtergekümmert, Herr Noch, zwingend dem. Das ist ihre Sache und ihm nicht betreffend. Ja, ist jetzt das auch noch ein Gericht. Vorher jeder spricht für den Zünder. Na und? Habt ihr die Barmherzigkeit abgeschafft oder was? Also, wenn man sich alles so anschaut, ein Auge kommt man zudrücken. So, da und bei dem auch? Sag her. Na, das ist arg. Herr Portner, was ging jetzt denn fort? Bleibst doch da, Michael. Aber was ist arg? Und wie arg? Und mit wem? Falsch gespielt, betrogen, einen Vorteil erlangt von unglaublicher Größe. Ich weiß schon. Ja, was ist denn das? Ja, was war denn das? Na, lass gut sein, Bandelgrammer, das ist halt jetzt einmal so. Nein, jetzt mir das nicht an. Mit wem hat er denn falsch gespielt? Ja, na, mit dir. Mit mir gerade so das. Versündigung gegen Menschengebot mag ja hingehen, aber betrügen den Willen des Herrn. Da war du ich der Depp. Lass doch mich den Deppen sein. Ich hab mich da ummaukeln lassen. Michael, hilf. Das ist nicht deine Sache. Na, triff mich ins Gericht, zwingst den Chefgeist. Schade. Weißt du, wenn es halt nicht anders sein kann, Brandner, die Stunde ist rum, dann fahren wir halt wieder zurück. Nein, Bandelgrammer, du musst nicht vor das Gericht. Ich nehm's Fegfeier auf mich. Du willst die opfern für mich? Na, opfern? Wissen muss ich ja da einmal. Warum nicht gleich? Hab ich's geschwind hinter mir. Und verschenkst 15 Jahre. Winter, Eis und Ketten. Nein, es ist besser so. Trag mir's nicht nach, Kasper, das ist meinetwegen. Ohne den Gras oben, was glatt reingerutscht ins Paradies. Ja, mei, trag mir's du nicht nach, dass ich da so viel Schererei gemacht hab. Und ich danke dir halt schon für den einen Blick da rein. Der allein war er schon alles wert. Das hast du gut gemacht, Bandelgrammer. Gut. Heiliger Michael, wenn ich's recht gelernt hab, dann weißt mir du jetzt meinen Weg. Packen wir's. Marei, ja Marei. Großvater, der heilige Partner kommt her, wart! Ja, was ist denn das für eine Ramasuri? In der ernsten Stunde? Also pass auf, jetzt ist es so. Ich hab's vordrungen, die Sache. Ganz drum. Was gibt's jetzt da zum Kudern? Alle drei waren's benannt. Und Maria. Und gesagt haben's, das ist ein ganz besonderer Fall, der nicht einmal in ihre heiligen Gebote vorgesehen ist. Dass einer einen Tod beim Kartenspiel bescheißt. Blöde Lacherei. Das ist ernst. Nein, ernst ist nicht mehr. Fegfeier braucht's nicht. Ist schon vergeben. Vergeben? Ja, warum? Ja, weil die. Die haben ja so viel gelacht. Ja. Ja, und wir? Vor allem über den Kirschgeist. Maria lacht noch. Brandner Kasper Egidius, gebürtig aus Albach, hat redlich gelebt und nur selten harmlosen Schaden getan an Menschen und niemals an Seelen. Heimgerufen im 73. Lebensjahr
Na ja. Ja, komm, Thürmeier, jetzt schreib. Verzögert durch List, welche verziehen durch Gnade. Heimgeführt in Gottes ewiges Reich im 76. Erwartet von Marei, seinem Weib Gertraud, seiner Tochter Apollonia, seinen Eltern und der ganzen himmlischen Gmor zur herzlichen Freit. Jetzt erst hebt sie für mich das Limo, wie es ohne Beispiel ist auf der Welt. Holst du den Rest Kirschgeist aus meiner Hitten? Hab'n schon. Dankeschön.